Vielen Dank. Ach komm, unseren Leuten geht's allen gut. Das hast du gut gemacht. Ja, danke. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's... Hey, schubst du dich. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Zu spät wird's nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und ach komm, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Gut, dass ich nicht nochmal was machen muss. Jetzt gerade. Ich könnte jetzt hier raus. Könnte ich hier raus? Verdammt. Oh Mann, Junge. Voll das Wetter. Okay. So. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Cool. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Nein. Ach, das da oben. Ja. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Okay. Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Wohin? Zu dem Ding da oben, oder was? Na, schauen wir mal. Und lass mich raten, ich muss wieder alleine dort oben hin, ne? Hey, du da an Land! Fang die Leine! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch! Ich renne jetzt nicht mit dir um die Wette. Gut, dass ich vieles automatisch macht. So, ich bin oben. Wo ist dein Kollege? Wo ist mein Groß? Ich mach jetzt mal einen ruhigen. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut, während der Predigt kam tatsächlich. Nur du verdammter Ketzer! Yay, 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 yay. Ei, ah, das ist heiß. Ja, genau, war klar irgendwie. Ich bin jetzt verbrannt oder was? Oder hat er mir gerade eine hat er mir einen Molotow-Cocktail gerade einen Kopf geworfen? Scheiße. Ich werde übrigens genauso wie bei Mafia die Folgen auf ungefähr eine Viertelstunde begrenzen. Einfach für den Fall, dass die Leute sich das wirklich, auch wenn die sich angucken, weil das ein bisschen was kürzere Beiträge machen. Ich mache jetzt keine halben Stunden Folgen mehr. Deswegen habe ich das auch den 27 Minuten Part in zwei Parts gemacht. Ich habe den ein bisschen falsch geschnitten. Ich hatte 33 Minuten im Kopf. Deswegen. Wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen? Warte mal, hat er nicht noch einer? Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut, während der Predigt kam tatsächlich. Ja, scheiße. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu helfen. Hast du. Ich habe den Ketzer im Visier! Scheiße. Ja, ist klar, Alter. Ich kann ja nicht. Wieso kann ich nie irgendwo runtergehen? Ich habe keine Waffe, ne? Leck mich doch am Arsch. Krieg ich den. Natürlich.
ein bisschen Ruhe gerade. Moment. Mach dich bereit zu sterben, du Heide! Okay. Die Ketzer bringen unsere Brüder um! So, jetzt habe ich wieder eine Waffe. Munition! Wow, wow, wow. Ich mal mit. So. Wir kennen es ja bei den, wir kennen es ja wieder bei den Banditen damals mit dem Personenwagen. Wer erinnert sich? Machen wir dann in Ruhe. Step by step. Die Scheiße. Mann. Die Scheiß Feuer. Warte mal, hier kann man was mitnehmen. Der Ketzer glaubt, er sei gut versteckt, Brüder. Ja. Lasst uns allen für alle mal beweisen, dass Satans Trick sie nicht vor dem Blut des wahren Glaubens retten. Der ist hier, Brüder. Komm her, mein Freund. So, den muss ich mal mitnehmen. Wieder Munition mitnehmen. Ich meine, ich im Mittel dann gerade haben wir noch einen gehört. So, das Feuer auf, es war da irgendwie unsere. Oh. Nein, ich will nicht die Waffe wechseln. So, jetzt will ich die Waffe haben. Nein. Sicher, sicher, einfach für den Fall, dass. Oh, ja, mach du. Kein Problem. Hast du nicht gerade im Bier gesehen irgendwo? Ich meine, ich höre gerade die Kinder, ne? Ich muss aber den einen jetzt mal fixen. Ups. Was ist denn der? Der Heide ist da unten! Sie haben ihn umgebracht, Brüder! Der Ketzer! So. So, ist jetzt irgendwann mal gut oder haben wir noch ein paar Leute? Ich glaube, wir haben gerade fast alle, wir haben jetzt gerade mal kurz eben alle weggesnackt. Zack, die nehmen die Waffen, die Munition und alles mit. So, und jetzt will ich die Kinder eigentlich kennen oder was auch unten nochmal. Kann ich das Feuer mal wegmachen? Also auch immer die gerade da irgendwie diese Fanatiker. Feuer aus. Mal alles dunkel machen. So. Thank you.
Kriegst du nicht irgendwie auf? So, was haben wir gemacht? Wir haben ja so Gott sei Dank Ruhe. Wie komm ich da nicht hoch? Sich das gerade falsch, komme ich ja nicht irgendwie. Was dachte ich mir, ich komme da hoch. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen Ruhe. Oder bin ich hier gerade komplett auf der. Sorry, ich muss mich das mal gerade jetzt mal genauer angucken. Ich bin nämlich kein Fan von irgendwelchen unliebsamen Überraschungen. Ich würde einen Ketzer erwischen. Aber hier ist nichts. Sag ja, da ist Minimum noch einer. Fuck you! Den habe ich nicht gecheckt, den Typen. Scheiße. Den habe ich nicht gecheckt. Das war natürlich nicht der Plan. Ich hatte mir den schon gehabt. So, das war der Plan. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte, einen des Namens Silantius. Und so sprach der Herr. Einen habe ich ja gerade geholt dadurch. Scheiße.
So, ist tot. Gut. Und dann würde ich sagen, ob wir hier lebend rauskommen, das sehen wir im nächsten Part.